So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus der Kolben-Schmidt-Arena in Heilbronn. Die Eisbären in ihrem zweiten Heimspiel empfangen die Firewings aus Schwenningen. Ja, und ich bin gut hergekommen in die Kolben-Schmidt-Arena dank meinen Mobilsponsoren Procredo Pharma und Zeitos Medical Services. Vielen Dank dafür. Ja, das nächste Level sind die Firewings aus Schwenningen, sagte uns Manuel Pfenning letzte Woche im Interview. Dann gehen wir nochmal rein ins Spiel und schauen mal, wie das nächste Level aussieht. Aber zunächst einmal die Eisbären. Igor Filobock am Puck, schön gesehen, das Kettering anläuft und der nimmt ihn direkt und macht das 1-0 für die Eisbären in der vierten Spielminute. Ja, guter Start, so hat man sich's vorgestellt hier in der Kolben-Schmidt-Arena. Relativ wenig Zuschauer am heutigen Freitag. Und jetzt geht's mal auf die andere Seite. Die Firewings aus Schwenningen setzen sich hier schön durch. Dann abgezogen, noch geblockt von Kevin Jengst. Aber dann doch das Tor. Mit der Nummer 17 war es Mike Soccio. Mit dem Ausgleich für die Schwenninger zum 1:1. In der 10. Minute Abspielfehler der Eisbären und dann der Konter der Schwenninger. Und es steht 1:2 in der Kolben-Schmidt-Arena. Die Eisbären liegen zurück und der Torschütze dieses Mal mit der 14. Christopher Kohn, keine Chance für Kevin Jengst. Cool gemacht. Ja, Führung für die Schwenninger. Da sieht man das nächste Level schon mal ein bisschen. Schau mal auf die Antwort der Eisbären. Gute 2 Minuten nach dem Treffer. Schön zurückgelegt von, ich glaube, wieder Fiederbrock auf Alex Ketterling. Und er macht sein zweites Tor. Der Ausgleich für die Eisbären. 2:2. Wir sehen es noch 8 Minuten 15 zu spielen im ersten Drittel. Aber gute Antwort der Eisbären. Ja, 2,5 Minuten noch zu spielen hier in der Kolben-Schmidt-Arena im ersten Drittel. Schöner Schuss. Dann hebt einer die Kelle hin und wer ist natürlich wieder Axel Ketterling. Sein drittes Tor zum 3:2 zur Führung für die Eisbären. 2 Minuten vor Ende des ersten Drittels. Schön hingehalten. Toll gemacht. Die Führung. Ja, und das war es dann auch im ersten Drittel mit 3:2. Führung gehen die Eisbären in die Drittelpause. Ja, und wir freuen uns aufs zweite Drittel. Ja, und da sind wir auch schon noch nicht 1 Minute gespielt im zweiten Drittel. Die Eisbären können den Puck abfangen. Filobock. Dann legt er rüber. Schön gemacht auf Felix Kolmar. 4:2 Führung der Eisbären. Ja, direkt nach der Drittelpause. Ich glaube, war knapp 1 Minute gespielt. Filobock. Toll gemacht. Und dann Felix Kolmar. Ja, tolles Spiel von Igor Filobock. Heute erste Mal dabei. Aber merkt man gleich im Angriff einige Assists am heutigen Abend. Dann Fehler der Schwenninger und die Eisbären können kontern über John Kreis in Unterzahl. Machen sie hier das 5:2 gegen die Schwenninger. Ja, die hatten den Puck verloren im Drittel der Eisbären. Dann der schnelle Konter. John Kreis wartet lange und dann ins Freieck. Herrlich gemacht. 5:2 Führung für die Eisbären. Ja, mit denen geht es auch gleich weiter. 12,5 Minuten zu spielen noch. Wieder nächster Konter der Eisbären. Filobock. Und diesmal macht er es selber. Schöner Treffer für ihn. Torwart schön verladen. Zum 6:2. Thank you.
Ja, und einen haben wir noch im zweiten Drittel. Gut eine Minute spielen. Nächster Fehler der Schwenninger. Nächster Konter der Heilbronner. Und der nächste Treffer. 7:2 steht. Einige Fehler der Schwenninger ermöglichten hier einen Konter nach dem anderen. Dieses Mal Spielertrainer Manuel Pfenning, der Nutznießer. 7:2 für die Eisbären. Ja, und ein Drittel haben wir noch. Schauen wir mal, was da noch geht. Gehen wir rein ins letzte, ins dritte Drittel. 2,5 Minuten gespielt. Nächster Angriff der Eisbären, Brojicek. Dann kommt der Puck zu Filobok. Der legt zurück. Wieder Filobok. Und das 8:2. Dieses Mal durch Robin Platz. Wieder schön gesehen. Und Platz. Ja, eigentlich fast eine Kopie des ersten Tors am heutigen Abend. Ja, und so steht es. 8:2. 12,5 Minuten noch zu spielen hier in der Kolbenschmied Arena. Ja, da brennt nichts mehr an. Ganz im Gegenteil, einen haben wir noch schön durchgesetzt von Bernwald, Schuss John Kreis, dann Thomas Bernwald wieder da, kann abstauben, 9:2, der Youngster in Reihen, der Eisbären, letztes Mal schon erfolgreich und heute der nächste Treffer zum 9:2. Ja, das war auch gleichzeitig das Endergebnis. 7 Minuten waren noch, da passierte nichts mehr. Mit 9:2 schlagen die Eisbären die Firewings aus Schwenningen. Nächstes Auswärtsspiel geht nach Bietigheim. Da sollte man zahlreich mitgehen, macht immer Spaß. Dann am 25. nächste Heimspiel. Ja, und ich hatte noch Alex Kettling. Ja, nach dem 9:2 gegen Schwenningen bei mir der Man of the Match, Alex Kettling. Ja, das erste Drittel hast du eigentlich ziemlich allein unterhalten. Erzähl was zu dem Spiel. Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben als Mannschaft gespielt. Ja. Und nur so kann man Spiele gewinnen. Mit super Kameraden. So machen wir das. Jetzt hat mir der Manu Pfenning letztes Mal nach dem Spiel gesagt, mit Feeling Schwenning kommt the next level. The next level hieß 2 Tore mehr, also noch höherer Sieg. Geht das jetzt diese Saison so weiter? Ja, von mir aus könnte es ein bisschen knapper werden, aber nicht zu knapp. Wir sollen schon Meister werden. Der Titel ist auf jeden Fall anvisiert. Jetzt Schwenninge fand ich heute irgendwie erschreckend schwach.